Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem Marsch. Version 1.0. 1.3. So lange her, 1.0 oder 1.3. Ich weiß gar nicht, wie ich auf 1.3 komme. 1. Aber das ist mir auch gut. So, jedenfalls ist er so, ja, hier sammeln jetzt die Problemballen ein, die Probleme bereiten könnten. Ja, hat wenig eingebracht, okay. War auch nicht zu erwarten. Mietkosten, Fahrzeuge, ja. Unser Ding da. Und wir haben Gebäude, die ich aber am Tage schon gekriegt habe. Mal gucken. Oh, hier ist Rapsfeld. Ja, so richtig. Ja, ne, und dann, ja, mal sehen. Ob wir die nächsten Ballen hier reinziehen können. Denken wir ja. Ich mal ganz kurz messen. Die Ballen können wir hier von da oben auch anfangen. Hier ist fast fertig, ne? Einer, zwei, so. Einer hat null. Dann ist er fertig. Ne, ich hab den da auf. Ja, nachts ist man mit den Leuten ein bisschen zu wenig. Deswegen fangen wir schon auf 30. Und weil noch Regen dazu kommt, ne? Aber das ist halt so. Hier ist es dunkel. Mit Ziehen ist es richtig dunkel. Eigentlich entweder stehen wir so schräg oder ist es so dunkel. Ja. Es ist dunkel, aber ist Natur halt. Ne? Also real, real. Vollmond haben wir jetzt nicht, wir haben ja Regen. Ne? Und von daher ist Helligkeit nicht zu erwarten. Was ich jetzt gelesen habe, ist jetzt das Nachbar. Sternbild, vermuten sie eine Supernova. Das heißt, dass soll eine Sonne explodieren. Das habe ich nun gestern gelesen, zum zweiten Mal. Und ja, vielleicht und. Da soll es auf uns wohl so auswirken, dass es nachts heller wird, kann man sagen. So wie bei Vollmond so wird beschrieben. Aber wie gesagt, sie wissen das nicht genau, weil sie haben den Verdacht. Sie haben es geschrieben. Nicht mehr, nicht weniger. Weil sie vermuten das aus der Tatsache, dass die Sonne plötzlich dunkler geworden ist. Ja. Und mehr kann man auch nichts machen. Also wir haben uns festgefahren. Oh, im Dunkeln fahren ist schlecht. Kein guter Ratschlag. Egal bei wem. Diese Tiefe, die kriegen nur 90 Grad Dinge dazu. Kommen die raus. Versuchen mal irgendwie da hochzukommen. Ne? Gut, dass keine Leitplanken sind, ne? Ein ganz Problem gehabt. So, dann geben wir den Anhänger mal einen kleinen Schutz, dass er in Richtung Feld geht oder Wiese. Wie auch immer. Und dann hoffen wir, dass wir hinkriegen. Ne? Kappen hier passen hier, die Ausfahrt. Ja, das ist jemand vor uns, oder? Ob das nun genauso stimmt, das weiß ich nicht, weil Wissenschaftler behaupten immer meistens viel, ne? Das ist ja nur eine Option, was sein könnte. Aber erstaunlicherweise das Licht vom Anhänger brennt weiter. So, wir müssen da hinten ein bisschen einen kleinen Schutz geben. Vorne wird es nicht gehen, da war es für den Rahmen. So, dann haben wir ganz gut hingekriegt. Jetzt haben wir 2:15 Uhr.
Das dauert noch ein bisschen länger. Wir haben jetzt so einen frühen Herbst, ne? Also da wird er schon später hell. Also 6.07 Uhr dauert nicht hell. Was man für hell bezeichnen könnte, ne? Ich wollte eigentlich ein Problem mal wegbekommen. Das heißt hier oben an der Spitze. Wir haben fast keine Probleme bei mir. Das ist schon alles erledigt. Oh, wieder da. Hat ja wieder fast geklappt. So. Eine Bahn müsst ihr noch machen. Sehen wir das nicht. Müsst ihr genau vor mir sein. Müsst ihr. Und hat keine Probleme bei uns gehabt. Also Glück gehabt. Und meistens so, wenn nichts machst, dann hast du Pech. Das können wir ganz normal runterfahren. Und einsammeln. Ja, da haben wir öfters mal Vollmond. Ne? Man sollte sogar die Sonne tagsüber sehen können. Als hellen Punkt. Das ist so schon meistens schwierig wird, weil die Sonne so hell ist und so eignet. Ne? Klar, wenn jetzt die Sonne genau in derselben Richtung wäre, wird das nicht so auffallen. Aber wenn das, was ich gerade untergeht und da ist ein heller Punkt, der richtig hell ist, dann ist das schon. So, der Regen vorbei. Ist gut für unser Gras, ne? Wenn man wachsen kann. Vielleicht, ja. Vielleicht wächst noch mal was. Müssen wir ganz kurz gucken. Wachstum. Also unsere Hopfen ist noch nicht gewachsen, weiß auch nicht. Bodenbeschaffenheit. Hier Wachstum. Wir müssen Gras vorher aktivieren. Und 44 müsste gepflügt werden dann. Das ist dann nicht so schön. So, abgeerntet, okay. Also wächst dann auch keine Wachstum durch hier. Okay. Vielleicht morgen. Wir müssen ja mindestens zwei Stufen haben. Das sollte mindestens gelb sein. Sonst können wir nicht ernten. Reinkriegen, das ist voll viel. Schauen wir mal. Oder sind nur die 7% kriegen. Immer Heu. Haben wir also Gras. Da liegt noch was, da liegt noch was. Ja. Weil. Wenn aber Gras angefangen wurde, kann auch Heu hinterherkommen, weil ich hoffe, dass der Gras ist. Und ich hätte auch gleich. Also wer jetzt viel Heu brauchen würde, und erwartet ein bisschen Heu, dann ist es, könnte man tricksen, indem man sagt, okay, ich mache jetzt 1% Heu, dann wäre es, oder auch Stroh. Man kann auch mit Stroh nachfüllen. Aber nur entsprechend ja, Stroh abkippen und dann kurz rüberfahren. Ne?
Dann hier mal ab. Das Gas erledigt. Also wir nicht stellen, ne? Das ist so. Siehste. Gehen wir gleich auf die zweite Wiese. Ja, noch 15 Minuten. Laut Anzeige. Und wir haben schon mal einen Hänger voll von beiden Wiesen, ne? Also angefangen auf der 21 und hier fertig gemacht. Kommst? Kaffee. Hallo, ist Uhrzeit? Ja. 14 Minuten braucht er nicht. Nebenbei Kaffee zu machen. Ja, bei der vierten Folge jetzt. Das geht voran, ne? Jetzt ja, wenn es läuft, dann läuft es, ne? Er hatte heute ein paar Startschwierigkeiten gehabt. Lenkrad wollte nicht. Musste dann mal die Treiber neu installieren, erstmal runterholen, Ding installieren und dann die Treiber neu aufspielen. Von Longitech. Dann lief es. So wollte er nämlich überhaupt nicht. Oh. Das ist ungünstig. Einer liegt da vorne, zwei da. Das habe ich garantiert. Die zweite von da noch nicht. Ja gut, das wäre nicht das Problem, wenn ein paar Ballen schon früher Silage wären. Umgekehrt wäre es noch blöder, ne? Wenn man jetzt praktisch gesehen. Guck mal, ein Ballen, das tut eigentlich auch nicht weh, ne? Ja, ich muss mal sehen, dass wir jetzt hier das hier. So sortiert kriegen, dass wir jetzt Silageballen, das sind ja die etwas jüngeren, das wäre schon Silage und das sind die auch von jetzt gerade, ach so, das sind die ersten Ballen, Silage, das passt. Wenn hier vorne wäre es dann noch keine. Ah, deswegen ist es wichtig, dass man das nicht vermisst. Da werden wir gleich die ersten hinkippen, ne? Oder abstellen. Kippen geht ja in dem Sinne nicht. Ne? Dann nehmen wir gleich die ersten vorne. Oder links und rechts, ist ja egal. Der holt sich die schon alle. Wichtig ist nur nicht vermischen. Denn Gras wird hier auch funktionieren, aber man wird ja nicht bekommen. Ne? Also finanziell wäre das sag mal ein Nachteil. Und das wollen wir ja nicht. Ne? 6:33 Uhr, es wird zwar noch hell, ne? Das sagt er um 7 Uhr. Das trifft ja fast zu. Aber wir gehen jetzt auf 5 zurück, sobald wir Wiese drauf sind. So. Sonst gehen wir schon. Die Vöglein singen und der Frühling kommt. Naja, hier ist der Herbst. Ne? Aber hier, die Vöglein singen praktisch hier nach Uhrzeit, kann man sagen. Also, ob man so auffällt, dass die pünktlich immer dann und dann zu singen beginnen. Naja, ist halt ein Programm, ne? Es kann nicht anders. Kann nicht entscheiden, ob jetzt Regen ist, aber singen heute noch nicht. Im Programm kann nur das machen, was man vorprogrammiert. Natürlich eine Variable, was man natürlich einkalkuliert. Ne? Aber selbstständig entscheiden kann er nicht. Heute brachte wieder im Fernsehen und Amazon. Ach hier, Paketzusteller und so, ne? Per Drohne und so, also ein Blödsinn. Die Post fährt das sowieso mal. Die muss ihre Tour so oder so machen. Also da kann die genauso den Postwagen alles reinpacken und hinbringen.
ihre fahrbaren Drohne oder sozusagen hier so selbstständig, wo einer mitlaufen musste. Das ist ja auch so ein Blödsinn. Also, da kann er ja gleich einen Handwagen nehmen und schieben, ne? Wegen ein Paket. Vor allen Dingen muss ja auch ein Kunde da sein, der das Paket auch rausnimmt, ne? Also, das ist. Große Paketstation, da kommen Pakete hin, aber da kommt Bescheid und dann kann man per Ausweis oder per Chipkarte oder per Scan oder so ein Ding sich da Zugang verschaffen, so wie bei der Bank mit der EC-Karte und dann geht man so seinen großen Schließfach, wo man entsprechend das holen kann, ne? Oder per automatisch meinetwegen, ne? Geht ja auch alles, automatisch Lager, gehst rein, du wirst ein Paketzettel. Den scannst du ein und dann wird das Paket hier zugestellt. Den Paket, ne? So einfach ist es. Und das für alle, die ausliefern im Prinzip. Ne? Also, das könnte man einfach machen. Dann kannst du Tag und Nacht abholen, dann muss keiner da sein. Wenn einer bewachen, meinetwegen, dann war's. Ne? Aber die machen es ja gerne kompliziert, da wollen sie alle dran verdienen. Genau, gleiche beschweren sich, dass hier die Diesel so schmutzig sind. Ja, ist ja auch so, ne? Irgendwann Ruß und so ist ja nicht gerade gesund. Aber 3-4 Paketdienste, ne? Und jeder fährt bei dir ran, ne? So, haben wir noch ein paar Ballen und dann können wir den Mais machen, ne? Können wir dann die Fahrzeuge ja zurückholen, wenn die Aussaat mehr beginnt. Da kann man auch bald loslegen. Man könnte ja beginnen theoretisch. Woche 2 kann man ja Gras aufbringen. Und auf der 15 auch. Dann können wir in aller Ruhe die 44 fühlen. Nebenbei kann er ein Gerät machen, alle Ruhe. Die Maisfälle müssen eh geflügt werden. Aber da könnte man ja theoretisch ja im Frühjahr auch sehen. Mal wegen Soja oder so ein Zeug. Und dann ist halt auch kein Problem, haben wir nichts halt. Kein Stress. So, danke fürs Reinschauen. Ja. Morgen geht's weiter. Dann seid mal Schüsse schon auf. Und wie geht's denn? Da ruft den Laune morgen wieder. Tschüss.